RB Leipzig in Neapel. Deutscher Vizemeister gegen den Tabellenführer aus Italien. Ein Hauch von Königsklasse in der Europa League. Das ist eine riesen Herausforderung für uns. Das ist gefühlt Champions League. Ich habe es schon vor dem Spiel gesagt. Das sind zwei Mannschaften, die in der Champions League nur Dritter geworden sind und jetzt morgen aufeinandertreffen. Und nochmal, das wird eine wichtig schwere Aufgabe für uns, aber eine sehr interessante und auf die freuen wir uns. Die beiden Absteiger aus der Champions League im direkten Duell. Es ist das erste K.O.-Spiel für Europapokaldebütant RB Leipzig. Es wird ein heißes Spiel und wir freuen uns alle drauf. Klar, das ist unser erstes K.O.-Spiel und auf die Aufgabe freuen wir uns einfach sehr als Spieler. Der SSC Neapel zum sechsten Mal in den letzten 8 Jahren im 16. Finale der Europa League. Das ist ein richtig guter Gegner, eine richtig starke Mannschaft und steht für absolut attraktiven Fußball und das schreiben wir uns eigentlich auch immer auf unsere Fahnen. Das erste Aufeinandertreffen zwischen Leipzig und Neapel. Die Italiener seit 13 Europa League Heimspielen ungeschlagen. Diese Serie will RB beenden.